Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima und dem Beagle. Wir wollen jetzt die letzte Quest von dem Typen hier machen, dessen Namen ich mir vermutlich einfach niemals mehr merken kann. Aber witzigerweise habe ich noch alle Geschichten von denen super präsent. Also trotz einem Jahr ist das alles noch da. Ach komm, Ferdi, echt? Du musst über eine Brücke gehen? Ah. Sakai. Jo. Habt ihr von Tomoe gehört? Wir drei werden uns treffen. Dann verrät sie, wo und wann ihre Schützen angreifen wollen. Wird sie uns die Wahrheit sagen? Wir werden sehen. Und Sakai, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Ich bin vorbereitet, Sensei. Gehen wir. Jetzt sitze ich schon auf meinem Pferd und soll losreiten. Warte, tut mir leid. Oh, ich bin von meinem Pferd gesprungen. Wo wollen wir hin? Nördlich der Umugi-Bucht. Ja. Sie will uns in einer alten Spielhölle treffen. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Wir sind im Vorteil. Die Mongolen haben sie verraten. Sie ist verzweifelt. Verzweifelte Feinde sind gefährlich. Denn sie sind unberechenbar. Tomoe hat zwei Möglichkeiten. Mit uns arbeiten oder uns verraten. Ihr habt sie kennengelernt. Was denkt ihr? Sie kann uns mit ihren Schützen helfen. Das ist das Risiko wert. Ihr spielt mit eurem Leben. Sie hätte mich in Yogaku töten können. Und mich verloren. So bekommt sie uns beide. Wenn sie uns nicht hereinlegt, hören wir sie an. Und wenn der Angriff stattfindet, kooperieren wir. Danach kümmern wir uns um sie. Sie hat ihr Volk verraten. Dafür wird sie büßen. Ich werde sie aber nicht töten, nur weil du irgendein Problem mit ihr hast. Mein Gott, ich mochte sie. Ich möchte sie, also ganz ehrlich, die Schwester von Adachi. Was sagt ihr ihr, wenn ihr sie seht? Ich habe Tomoe geschenkt. Nichts zu sagen. Ihr wollt keine Antworten? Seit sie überlief, hattet ihr keinen Kontakt mehr. Als sie mich verriet, nahm sie sich jede Chance auf Gespräche. Alter, du sturer Sack. Wenn du danach gehst, ist Sakai, ist Jin auch ein Verräter. Und jetzt? Da ist es dann okay. Wir gehen zu Fuß weiter. Ich verstehe ihn einfach nicht. Also, bei Masako habe ich es ja verstanden. Die Schwester war ja völlig durchgeknallt. Kopf runter. Hier könnten sich Schützen verbergen. Ach so. Ich würde einfach durchrennen und dann aus dem Weg springen wie so ein Pro. So Bruce Willis-mäßig. Ich sehe den Fall kommen und sprolle davon. Das ist die Spielhölle. Keine Mongolen. Soweit wir das sehen. Wo ist denn hier die Spielhölle? Halt, stopp. Die Erhöhung dort rechts. Ich gehe da in Position. Und ihr? Sensei Ishikawa! Jin! Wenn ich euch töten wollte, wärt ihr bereits tot. Das stimmt. Hier rüber! Ihr solltet hier warten. Auf keinen Fall. Bleibt wachsam. Ja, sie hat doch recht. Sie hat übrigens Abbys Stimme aus The Last of Us. Vielleicht mag ich sie auch deswegen. Sensei? Jin? Noch immer so selbstsicher. Das musstet ihr mir nie beibringen. Eure Schützen planen einen Angriff. Wo und wann? Umugi-Bucht. Und schon unterwegs. Wieso so offen? Der Khan hat mich betrogen. Ich nehme ihm meine Schützen. Und wenn wir sie nicht aufhalten, löschen sie die Umugi-Bucht aus. Ich glaube euch nicht. Tut nichts. Und seht, was geschieht. Verdammt! Sie sind mir gefolgt. Oh, ich kann töten. Dosho! Dosho! Ach, warte mal. Schwerer also. Tomoe, ihr habt uns verraten! Sehen die aus wie meine Freunde? Nee, kann ich jetzt nicht bestätigen, dass sie wie ihre Freunde aussehen. Er ist aber auch besessen, ne? Nein, 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 nein! Ach.
muss erst diesen scheiß Scharfschützen, den Bogenschützen loswerden. Jetzt kann ich mich um die kümmern. Boah, ich möchte jetzt, ich habe irgendwie das, ich spiele gerade Ghost of Tsushima und möchte unbedingt, hoppala, Ghost of Yutai spielen. Ist das nicht krank? Oh, das ist, sorry, Tomoe. Der ist tot. Wer ist denn jetzt noch über? Keine Fallen mehr, Tomoe. Das war keine Falle. Ich glaube es sogar. Sie hat auch gegen die Mongolen gekämpft, Sensei. Um uns zu täuschen und in Sicherheit zu wiegen. Wenn ich euch mit einem Pfeil durchbohren will, könnt ihr mich nicht aufhalten. Genug. Die Omugi-Bucht könnte in Gefahr sein. Wir müssen los. Gut. Doch wenn Tomoe nur falsch atmet, landet sie im Dreck. Ihr zwei. Hier lang. Alter! Was ist, ich mochte, also irgendwie kann ich mit dem echt am allerwenigsten anfangen. Seine Story ist cool, aber ich kann mit ihm nichts anfangen. Sie zwangen mich, den Weg des Bogens zu lehren. Zwangen sie euch auch, die Euren in Fort Nakayama zu töten? Sie wurden gefoltert. Ich schenkte ihnen den Gnadentod. Und die Mongolen verschonten mich. Ich entschuldige mich nicht fürs Überleben. Das tun die wenigsten, das ist wohl so. Mongolen-Patrouille! Ich hab sie. Ich hab ihn nicht getroffen, Mist. Aua! Ah! Ah! Dann hol ich dich halt so weg, meine Güte! Oh komm, das geht schnell. So. Achso, ich glaube, ich kann mich jetzt mal wieder einblenden. Wie kommen wir am besten zur Küste? Ja, wie denn? Oh. Sieht man uns auf dem Weg zur Omugi-Bucht, werden die Schützen alarmiert. Stimmt. Wir sollten die Straße meiden. Hier über dieses Feld. Wie fandet ihr mein Lager in Akashima? Eure Leute griffen mich an. Wir verfolgten sie. Sie hatten Befehle, euch beide zu meiden. Ich wollte ein Dutzend weitere Lager. Gut, dass sie eure Befehle ignorierten. Ich verlor die Kontrolle. Als wir Kushi erreichten, hatte ich nichts mehr zu sagen. Da sind noch mehr. Viel mehr. Greift an. Ich greife an. Au. Warte mal, die Bogenschützen. Ah Gott, ich sag doch die Bogenschützen, ey. Beschäftigt. Nicht schlecht, Sakai. Ihr klingt wie Sensei Ishikawa. Die Bäume am Ende des Feldes. Dort können wir ausruhen. Ungesehen. Tomoe, in Kushi verlor ihr die Kontrolle über die Mongolen. Doch eine Frau sah euch dort mit ihnen. Ihr habt sie lebendig verbrannt. Das bin ich nicht gewesen. Nicht mit eurem Bogen. Doch ihr lehrtet ihre Mörder. Meistens brachte ich sie dazu, Leben zu verschonen, statt zu nehmen. Meistens?
Vielleicht sollten wir ihre Geschichte erstmal ganz hören, bevor wir uns ein Urteil bilden. Ich meine ja nur. Bieten alles auf. Sie sind hinter mir her. Ich dachte, sie wären weg. Und das erwähnt ihr erst jetzt? Besser jetzt als nie. Wartet hier bis zur Nacht. Wir nutzen die Dunkelheit zu unserem Vorteil. Verschonen Sie die Bucht bis dahin? Nein. Sie bringen Schützen in Stellung, damit niemand heraus kann. Und planen ihr Gemetzel. Ruht euch aus. Ich halte Wache. Sonnenuntergang. Bereit? Ja. Tomoe, ihr geht voran. Der Sensei und ich folgen. Wollt ihr mir in den Rücken fallen? Entdecken euch die Mongolen, verschwinden wir und töten sie. Gehen Bleibt wir. In der Nähe. Lasst sie nicht aus den Augen, Sakai. In Ordnung, Sensei. Gut. Achso, ich habe kein Problem, sie nicht aus den... Tomoe, Speer voraus. Jin, einer für euch und einer für mich. Ich bin nicht so gut, ne? Es kommen noch mehr. Versteckt euch! Töten wir die nicht? Tahoro, Nate! Busatten! Das hätten sie uns ruhig übersetzen können. Auf euer Zeichen, Sakai. Nicht verfehlen, Sensei. In den Popo! Ein Tod. Ihr habt den letzten mit dem kreisenden Falkenschuss erlegt, Sensei. Das habt ihr gesehen? Eure Technik ist auch neu. Ich nehme die rechte Hand runter, wenn man dann loslässt. Wie interessant. Ach, komm, die beiden... sind ja nicht ohne Grundfamilie, meine Güte. Niemand hat gesagt, es würde leicht. Kämpfen wir hier, werden die Schützen alarmiert. Dann greifen sie an, bevor wir an der Bucht sind. Zu hohes Risiko. Was denkt ihr, Sakai? Folgt mir, nicht zurückfallen. Wo sind die denn alle? Die sehen mich doch 100 pro. Nein, mich hat jemand gesehen. Habe ich die jetzt alle hier hingelockt? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay, wo muss ich denn hin? Ich darf also gar nicht gesehen werden. Ich darf auch nicht umbringen. Gut, dann muss ich gucken, wie ich das mache. Ach, finde ein Weg durch das Moor. Ja, nun, ne? Der patrouilliert, den kann ich wegholen. So, den Rest lasse ich stehen. Und lauf einfach daher, als wäre nichts. Niemand sieht mich. Haben wir uns verstanden? Niemand sieht mich. Muss ich hin? 80 Meter noch. Ist der alleine? Der ist nicht alleine. Natürlich nicht alleine. Habe ich es geschafft? Meine Schützen. Greifen wir an. Ziehen sie sich in die Stadt zurück. Und verteidigen sich dort. Unschuldige werden sterben. Seht ihr die Fässer auf den Wagen? Ich schleiche mich an. Ein Brandpfeil. Wenn ihr schießt, schnappen sie euch. Wenn ihr zwischen den Bäumen bleibt. Verfehle ich sie. Ich muss näher heran. Wieder gut machen, was ich angerichtet habe. Geht.
Was ihr vertraut ihr? Ich vertraue ihrem Rachedurst. Das sind viele. Deswegen war sie uns immer einen Schritt voraus. Ihr habt sie viel gelehrt, Sensei. Ich weiß. Bereit machen. Jetzt! Ich krieg so. Dosho? Dosho, Dosho. Wo ist er denn? Dude, wo bist du? Wo ist denn Tomoe? Tomoe? Ach, da, nee. Wo ist sie? Nicht schlecht, Sakai. Wo ist Tomoe? Weiß nicht. Ist sie verletzt? Tomoe! Gegen Ende des Kampfes stand sie bei dem Torbogen dort drüben. Er führt direkt zur Omugi-Bucht. Wenn sich Mongolen dorthin zurückgezogen haben... Hat sie sie gewiss gejagt. Okay. Der Tod von Tomoes Schützen macht ihre Verbrechen nicht ungeschehen. Aber sie hat Rache genommen. Ist das alles? Sie hat mit uns gekämpft. Das ist von Bedeutung, sobald der Feind besiegt wurde. Vergesst die Mongolen. Was will sie in der Omugi-Bucht? Hier gibt es nichts außer Diebe, Meuchelmörder, verdammt, und Schmuggler. Sie will mit einem Boot von der Insel. Kann man es ihr verübeln? Du willst sie umbringen für das, was sie getan hat. Ich würde da auch weg wollen. Ja, mein Herr. Ist hier eine Frau vorbeigekommen? Eine Kriegerin. Sie wollte zum Strand. Hier lang. Ich weiß ja nicht. Will er sie jetzt umbringen? Ich würde sie gehen lassen. Weil... Sie half, die Omugi-Bucht zu retten. Die Mongolen waren hinter ihr her. Wir gaben ihr eine Möglichkeit, die Insel... War ich hier nicht schon mal? Ich kann schwören, ich war... Wir liegen immer ein... Sag mal... Ach, ich bin im völlig falschen Gebiet? Wie... Nee. Hä? Bin verwirrt. Das ist das erste Gebiet, korrekt? Ja. Also das ist das zweite Gebiet, ne? Ja. Und hier drüben ist das dritte Gebiet. Okay, jetzt verstehe ich's. Oh mein Gott. So weirdo bin ich drauf. Hab hier aber noch schön Sachen geholt. Aber irgendwie bin ich völlig durcheinander gekommen. Ha. Okay. Da ist noch ein Lager. Schritt zurück. Aber noch können wir sie auch. Holen wohl auf ihren Schiffen mit. Bestimmt 100. Aber willst du sie wirklich töten, Kumpel? Ich weiß ja nicht. Nächstes Mal machen wir den Mönch. Wartet. Sensei Ishikawa, wir haben einander scharf verurteilt. Doch der Buddha lehrt uns, dass unsere größten Feinde die besten Lehrer sein können. Ich bin dankbar für eure Lehren und dass ich an eurer Seite kämpfen durfte. Ein letztes Mal. Ich war eure Schülerin. Ich wäre eure Tochter geworden. Doch der Weg des Bogens liegt nun hinter mir. Was liegt voraus? Ich bin wie ein Pfeil. Schnelle,
durch die Luft. Wer weiß, wo der Wind mich hinträgt. Es ist vorbei. Vielleicht erreicht sie Kyoto doch noch. Wäre sie jemand anderes, hielte ich es für unmöglich. Wir müssen einen Krieg beenden, eine Heimat aufbauen. Ich habe keine Lehren mehr für dieses Leben, außer eine. Versprecht mir, meine Fehler nicht nochmal zu machen. Versprochen, Sensei. Und der unbeugsame Bogenschütze. Ich bin sehr froh, dass wir Tomoe nicht getötet haben, weil ich sie wirklich mochte. Oh, was? Shimura hat euch gut gelehrt. Ja, und jetzt lässt er mich suchen. Wie ein Krimineller. Ein wohlhabender Mann hat alles. Das ist schön für den wohlhabenden Mann. Fleisch und Stein. Nee, ich will hier hin. Wir könnten noch dieses Außenlager machen. Wir haben ja eh nur noch 8 Minuten, bevor wir dann die Geschichte von dem Mönch machen. Voila, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich hoffe, dass sie das im Dings anders machen. Steig doch auf, Pferd. Was ist dein Problem? Oh. Fast, Leute. Fast. Ups. Ich bin mit den Karten voll durcheinander gekommen. Witzig. Oh nein, nicht schon. Wir tun mal so, als wäre das nicht passiert. Dankeschön, Dankeschön. Und gehen hier runter, wie normale, zivilisierte Menschen. So. Ah, nee. Nee, ich muss eh hinten hin. Alles gut. Beruhigt euch, beruhigt euch. Weg. Wie schaffen diesen Wolf für mich zu kriegen, ey? Na, das kriege ich ja immer prima hin. Oh Gott, die gehen weg, ne? Ja, die gehen weg. Da ist noch ein Hundi. Im Zelt ist einer. Wer hat mich denn gerade bitte gesehen? Da sind mehrere. Küche, Han! Samurai aus Hass, nach Busan! Ja, der Scheiß. Oh Gott, nein. Damit wir das halt auch einmal gemacht haben. Wo seid ihr denn? Wenigstens noch ein paar töten. Erre nutte chamaggio!
Na komm. Das hat sogar mal geklappt. Ich bin beeindruckt von mir selbst. Die sind geflohen, ha? Huh? Irgendeiner lebt da noch. Ey, Kumpel. Tschüss. So, das haben wir. Ach, das war falsch. Plops. Keine Fragezeichen drumrum. Was auch sonst. Jetzt ist er dran. Wir können ja schon mal dahin reiten. Nee, ich werde bestimmt nicht über einen Stein reiten. Der Marker hier, einfach wieder at his best. Ach scheiße. Stellt euch! Mal gucken, irgendwann muss ich den Rhythmus doch wieder hinkriegen. Oh, Wölfe. Au, ich weiß einfach nicht, wie es geht. Aua, nicht so unverschämt. Aua. Ey, Jin, was habe ich denn jetzt schon wieder für ein Problem, dass ihr den nicht anfokussiert bekommt? Meine Fresse, nee. Manchmal hat er das, dann fokussiert er auf einmal nicht so auf die Gegner drauf, wie ich das gerne hätte. Ey, komm, wer? Ein Mönch, der die Mongolen preist. Das muss ich beenden. Verschont mich! Ihr seid der Geist? Ich bin der Geist, ja. Ihr habt die Mongolen gepriesen. Werdet ihr für eure Dienste entlohnt? Wenn wir uns weigern, sterben wir. Doch der Bruder des Wächters wird das ändern. Was wisst ihr über Norio? Er wird uns zum Sieg führen. Ich bringe euch zu ihm. Der Wächter Tsushimas. Er hat auch noch zwei Geschichten. Schnell. Hier lang, mein Herr. Weiß Norio, dass ihr die Mongolen helft? Wir sollten kooperieren, bis der Zedern-Tempel befreit ist, damit sie nichts ahnen. Das klingt nicht nach Norio. Wirklich? Aber ihr inspiriert ihn doch so. Er erzählt immer, was er alles vom Geist gelernt hat. Okay. Was macht ihr da hinten? Ich bringe den Geist. Ich bin irritierter, als ich es zugeben möchte. Habe ich den falschen Mönchen im Kopf? Norio ist drinnen bei den anderen. Lenken Sie ab. Wir schicken kleine Gruppen in die Flanken. Nutzt die Bäume als Deckung. Fürst Sakai. Freunde, lasst mich kurz mit Fürst Sakai sprechen. Na, Norio? Ihr kommt gerade rechtzeitig. Hier lang. Okay. Alter, sag mal, was soll das? Ich habe gehört, ihr wollt den Zedern-Tempel zurückerobern. Wir trainieren hart. Sie sind bereit. Ich erkenne einige Gesichter. Aus Akashima.
Meine Gesuche an den Kushi-Tempel wurden nicht erhört. Nach all unserer Hilfe. Wir befreien den Zedern-Tempel ohne sie. Weiß ich ja nicht, aber ist okay. Können die Leute den Tempel zurückerobern? Wir schaffen es vielleicht allein. Sie riskieren ihr Leben. Der Zedern-Tempel wäre ein Leuchtfeuer für ganz Tsushima. Jeder, der mit uns angreift, wird damit zu einem Boten der Hoffnung. Wir können die Botschaft nicht allein tragen. Dieser Sieg muss der Ihre sein. Wann reiten wir, Norio? Am Morgen, mein Herr. So soll es sein. Wir reiten mit dem Geist zum Zedern-Tempel. Als ihr Burg Kaneda einnahmt, habt ihr das ohne die Samurai getan. Ihr hattet sicher eure Zweifel daran. Ich war mir bis zum Schluss nicht sicher, ob wir es schaffen. So geht es mir ohne meinen Bruder und seine Männer an meiner Seite. Wäre Enjo doch nur hier bei uns. Sein Geist ist es. Du schlägst dich schon ganz gut, Kumpel. Also mach dich nicht schlechter, als du bist. In dieser Zedern-Tempel? Norio? Ich wollte ihn noch einnehmen und so, aber nicht, also... Jo. Ihr habt Unterstützer, Norio. Sie erinnern sich an den Wächter und sie wissen, warum wir zum Zedern-Tempel reiten. Sie haben Glück, dass sie euch haben. Wir sollten die Straße verlassen. Hier lang. Das ist cool. Es kann so viel ausmachen, wenn Leute an einen glauben. Haben Sie Mönche als Geiseln genommen? Nein. Ich sagte Ihnen, Sie sollen sich fügen. Weniger Risiko, wenn wir angreifen. Das ist schlau. Das hat er von dir gelernt, Jin. Manchmal muss man... Atmen, Norio. Ohne Luft kann man nicht kämpfen. Woher wusstet ihr das? Ich kenne euch schon gut genug, mein Freund. Jin hat ein paar wertvolle Verbündete auf dieser Reise kennengelernt und ich fand die Geschichten von ihnen bis jetzt alle sehr schön erzählt. Ich kann mich auch gar nicht entscheiden, welche Geschichte jetzt stärker war. Ich mochte zum Beispiel den Bogenschützentypen nicht, dafür war aber seine Geschichte ziemlich stark. Ich mochte aber Masako. Wir kamen so schnell wie ihre Geschichte war halt eine klassische Rachegeschichte. Gut, dass der Kushi-Tempel uns hilft. Zedern-Tempel, Akashima und Kushi kämpfen Schulter an Schulter. Ihr greift euch das Haupttor an? Ja. Wir lenken die Mongolen ab, während die anderen flankieren. Wo braucht ihr mich? Mein Herr, das ist nur mein Plan. Kämpft ihr, wo es euch gefällt. Cool. Mir nach. Allesamt. Ich regel das dann, ne? Also ich mach dann, ne? So, während ihr dann... Ich geh mit euch durch das Haupttor, ist kein Thema. Geht schneller. Wisst ihr, Leute, es geht einfach schneller. Oh yeah! Also wenn ich schnell genug bin, muss keiner sterben, ja? Und weiter! Ihr seid doch kleine Pisser, ey. Sie haben eine Hohatte! Wo denn? Stell. Das sind viel zu viele. Ich weiß nicht, wo ich da reinschieße. Halb Pferd, geh mal weg, Pferd. Oh no! Ich hab das Pferd umgebracht! Scheiße! Dafür musst du sterben! Die treffen halt ihre eigenen Leute, ne?
hat das Pferd umgebracht. Oh, was war das denn jetzt? Respekt, Leute, Respekt. Das habt ihr gut gemacht. Ich brauch den Dicken, oder? Kriegst du die Wölfe alleine hin, Kumpel? Wo denn? Er kämpft immer noch mit dem Wolf. Den habe ich denn gerade eingestellt? Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr mal das arme Tierchen endlich schnell umbringen? Einer noch. Ne, zwei noch. Ja. Wo? Ah, da. Jetzt habe ich das irgendwie doch diese Folge gemacht. Der Tempel gehört euch. Beim letzten Besuch waren sie alle. Mein Bruder, Hochi, der Abt, noch am Leben. Heute beginnt euer Wiederaufbau. Kommt mit mir in die Haupthalle. Ich muss überprüfen, ob dauerhafter Schaden entstanden ist. Hier lang, mein Herr. Aber das ist noch deine Folge. Es ist deine vorletzte Geschichte, das heißt, irgendeine Geschichte kriegen wir noch. Norio! Fürst Sakai! Was ist? Geht nicht in die Haupthalle hinein. Reißt euch zusammen. Was die Mongolen zerstört haben, bauen wir wieder auf. Von außen sieht die Halle gut aus. Ich habe das Gefühl von innen aber nicht. Nichts beschädigt oder gestohlen. Norio. Oh, erlebt? Oh. Als sie dich aus der Grube zogen, dachte ich, du... Die Mongolen schworen, dich zu verschonen. Wenn ich ihnen alles sage. Ich bin hier, Enjo. Alles ist gut. Ich habe ihnen vom Abt erzählt. Hochi, Kushidera und Akashima. Das macht nichts.
Er hat dafür alle vier Gliedmaßen verloren, also ich weiß ja nicht. Mirio, ich hielt durch, um dich zu sehen. Doch ich kann so nicht leben. Doch, du kannst. Bitte, Bruder. Bitte. Fürst Sakai, lasst ihr uns allein? Ja. Armer Norio. Sein Name ist Hartschu. Er hat meinen Bruder verbrannt und ihn verstümmelt. Dieser Hartschu, ist er unter den Toten? Noch nicht. Norio, euer Bruder war der Wächter. Er starb als Held. Nein, tat er nicht. Ich finde heraus, wo dieser mongolische Feigling ist. Aber dann müsst ihr mir helfen. Das werde ich. Amanurio. Wenn der Schnee nachlässt, beerdigen wir ihn. Nun. Der Wächter Tsushimas, ja. Der ist jetzt tot. Und zwar besser so. Der hat gelitten. Der hat sehr gelitten. Aber das war das erste Mal, dass ich wirklich schlafen habe sehen. Talisman der Resistenz 3. Ausrüstung. Axis War. Nee. Kleidung. Nein. Hier. Und Talisman der Resistenz 3. Sehr schön. Niederer Verteidigung. Niederer. Das möchten wir in jedem Fall machen. Ist das hier in der Nähe? Zedern-Tempel. Da ist ein Fragezeichen. Das könnte alles sein. Gut, ihr Lieben. Dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Wir helfen Norio nächstes Mal weiter, Rache zu nehmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.